längst im Gefilde der Seligen, sagen sie uns immer noch etwas. Auch Matthias Claudius, Blaise Pascal, Zerstreuungen. Wenn ich es mitunter unternommen habe, die mannigfaltige Unruhe der Menschen zu betrachten, sowohl die Gefahren wie die Mühsale, denen sie sich, sei es bei Hofe oder im Krieg, aussetzen, woraus so vielerlei Streit, Leidenschaften, kühne und oft böse Handlungen und so weiter entspringen, so habe ich oft gesagt, dass alles Unglück der Menschen einem entstammt, nämlich dass sie unfähig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Kein Mensch, der genug zum Leben hat, würde sich, wenn er es nur verstünde, zufrieden zu Hause zu bleiben, aufmachen, um die Meere zu befahren oder eine Festung zu belagern. Die Charge im Heer würde man nicht so teuer bezahlen, wenn man es nicht unerträglich fände, nicht aus der Stadt herauszukommen, und die Unterhaltungen und Zerstreuungen des Spiels sucht man nur, weil man nicht mit Vergnügen zu Hause bleiben kann. Bedenket, was ist der Vorzug, Finanzminister, Kanzler oder Parlamentspräsident zu sein, wenn nicht der, dass man einen Beruf hat, in dem man vom frühen Morgen an eine Menge Menschen empfängt, die kommen und gehen und die keine Stunde des Tages übrig lassen, wo man über sich selbst nachdenken könnte. Und wenn sie in Ungnade gefallen sind und man sie auf ihre Landsitze verbannt, wo es ihnen weder an Gütern noch an Bedienten fehlt, die für ihre Bedürfnisse sorgen, so hören sie doch nicht auf, sich elend und verlassen vorzukommen, da es niemanden gibt, der sie hindert, über sich selbst nachzudenken. Die Zerstreuung ist für die Leute von Welt so notwendig, dass sie ohne sie unglücklich sind. Trifft sie einen Zufall? Nein, trifft sie ein Unfall? So denken sie an die, die ihnen noch nicht widerfahren könnten, oder auch, wenn sie nicht daran denken würden und keinen Grund zur Besorgnis hätten, so wird die Langeweile, Kraft ihres eigenen Rechts, sich nicht hindern lassen, dem Grunde des Herzens, wo sie natürlich wohnt, zu entsteigen, um den Geist mit ihrem Gift zu erfüllen. Wenn ich Arzt wäre und mich einer fragte, was meinst du, muss getan werden? So würde ich antworten, das Erste, was getan werden muss und die unbedingte Voraussetzung dazu, dass überhaupt etwas getan werden kann, ist, schaffe Schweigen. Gebiete Schweigen. Gottes Wort kann ja nicht gehört werden, und wenn es mit Hilfe lärmender Mittel geräuschvoll hinausgerufen wird, damit man es auch im Getöse hören kann, so bleibt es nicht Gottes Wort. Schaffe Schweigen. Ach, alles lärmt. Und wie heißes Getränk das Blut bekanntlich in Wallung bringt, so ist in unserer Zeit jedes einzelne, selbst das unbedeutendste Unternehmen und jede einzelne, selbst die nichtssagendste Mitteilung bloß darauf berechnet, die Sinne zu reizen oder die Masse, die Menge, das Publikum und den Lärm zu erregen. Der Mensch, dieser gewitzigte Kopf, sinnt fast Tag und Nacht darüber nach, wie er zur Verstärkung des Lärms immer neue Mittel erfinden und mit größtmöglicher Hast das Geräusch und das leere Gerede möglichst überall hin verbreiten kann. Ja, was man auf solche Weise erreicht, ist wohl bald das Umgekehrte. Die Mitteilung ist an Bedeutungsfülle wohl bald auf den niedrigsten Stand gebracht. Und gleichzeitig haben umgekehrt die Mittel der Mitteilung in Richtung auf eilige und alles überflutende Ausbreitung wohl das Höchstmaß erreicht. Denn was wird wohl hastiger in Umlauf gebracht als das Geschwätz? Und andererseits, was findet willigere Aufnahme als das Geschwätz? Oh, schaffet Schweigen.